Ja, was wäre gewesen, wenn man die letzten 5 Jahre in die Top 10 Unternehmen des deutschen Aktienindex mit 50 Euro investiert gewesen wäre? Wäre man besser gewesen als der DAX-ETF? Wäre man besser gewesen als die Einzahlung, die man, sage ich mal, kumuliert dort investiert hat? All das schauen wir uns jetzt an. Ja, herzlich willkommen bei Options for Winners. Mein Name ist Thorsten Eberhardt und ich bin leidenschaftlicher Investor und Optionshändler. Wie gesagt, wir schauen uns jetzt mal an, was wäre passiert, wenn wir die letzten 5 Jahre in die Top 10 Unternehmen des deutschen Aktienindex investiert hätten. Und hier zeige ich euch anhand dieser schönen Grafik, welche Unternehmen wir mit ins Boot geholt haben. Wir haben die größten 10 der Marktkapitalisierung nachgenommen. Ja, und der richtige Kenner des deutschen Aktienindex, der wird jetzt Linde vermissen. Richtig. Linde wäre eigentlich von der Kapitalisierung auf Platz 2 gewesen. Aber wie du vielleicht weißt, im Jahr 2018 ist Linde mit Praxair fusioniert und es war mir jetzt nicht so einfach, einen repräsentativen Aktienkurs für die Zeit davor zu finden, geschweige denn die Dividende. Und da möchte ich mich entschuldigen, das war der Einfachheit geschuldet. Ja, aber wie man sieht, SAP mit 133 Milliarden Euro mit Abstand die größte, ja, da, mit Abstand das größte Unternehmen Deutschland, weit abgeschlagen. Dahinter kommt Siemens. Und wenn man sich jetzt die letzten Plätze anguckt, die haben ungefähr eine Marktkapitalisierung von einem Viertel von SAP. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was mit den Aktienkursen in den letzten Jahren denn so passiert ist. Und dafür gehen wir eine Folie weiter. Und hier sehen wir die Aktienkursentwicklung. Ich habe mit Absicht eine gestrichelte Linie hinzugefügt. Das sind die monatlichen 50 Euro, die man angespart hat. Und logischerweise nach 60 Monaten kommt man auf 3.000 Euro. Und lediglich zwei dieser Top 10 Unternehmen sind besser, und zwar Adidas und SAP. Alle anderen sind drunter. Selbst der DAX-ETF, er ist rosafarben gekennzeichnet, als auch unsere Top 10 diversifiziert. Und wir wissen ja, ein Aktiensparplan ist ja nicht nur eine Aktie, sondern ein Aktiensparplan. Und das sind jetzt hier beispielsweise die Top 10 Unternehmen, die ich hier gewählt habe. Ja, das ist natürlich mehr oder weniger der Corona-Krise geschuldet. Weil wenn man sich mal anschaut, als es noch heile Welt war, nämlich Ende letzten Jahres, da sieht man ganz klar, dass beispielsweise Adidas mit 5.265 Euro, ja, wenn man das vergleicht, man hat 2.750 Euro eingezahlt und hat fast das Doppelte raus, einen Riesensprung gemacht hat. Und man sieht auch, es wären mehrere Unternehmen darüber gewesen. Und das sind jetzt die Unternehmen, die jetzt durch die Corona-Krise, ja, ich sage es mal ganz salopp, abgeschmiert sind. Schauen wir uns aber mal die anderen Aktien an, die auch vor der Corona-Krise unten waren. Und das ist BMW, das ist noch Daimler und es ist last but not least Bayer. Also die drei Unternehmen, die waren auch schon vorher ein bisschen unterhalb der in Anführungszeichen 50 Euro Einmalzahlung monatlich. Ja, es ist immer so, bei einem Aktiensparplan kann man nicht immer nur Cherrypicking machen, das heißt Unternehmen raussuchen, die high performen werden und den Markt, wie man so schön schlägt. Es ist häufig der Fall, dass man auch Unternehmen mit berücksichtigt, die sich früher oder später als Gurken rausstellen. Aber eins sei gesagt hier, und deshalb ist der Vergleich noch nicht ganz korrekt. Hier sind die Dividenden nicht berücksichtigt. Und jetzt kommen wir zum Ranking. Hier seht ihr das Ranking. Und das Ranking zeigt der Status, der nach den 60 Monaten erreicht wurde. Und zwar inklusive Dividende. Und da ist selbst jetzt auch die Allianz, das ist ja eine ordentliche Dividendenbude, so nenne ich das jetzt mal ganz einfach, die ist auch 10% dank der Dividende oberhalb der Nominaleinzahlung, die man getätigt hat. Und es sind jetzt in Summe 3. Aber man sieht auch, dass auf Augenhöhe, so nenne ich es jetzt einfach mal, mit den Einmalzahlungen auch die Konzerne Deutsche Telekom und Volkswagen liegen. Ja, unser Top 10 wird natürlich runtergerissen von den darauf folgenden Aktienunternehmen, nämlich von Siemens, Bayer, BMW, BASF und Daimler.
die ganz klar weniger gut performt haben. Ja, die Frage ist jetzt, was macht man? Und da fiel mir doch dieser Begriff Sunken Cost Fallacy ein. Das ist einfach das Problem, wenn man Buy and Hold macht. Da kann es schnell zu Buy and Lose kommen, nämlich wenn man den Einsatz seiner Wahl, seiner Aktie damit berücksichtigt, dass man sagt, als ich den Plan gemacht habe, da war ich mir ganz sicher, das ist ein Top-Unternehmen. Das kann natürlich zu dem Zeitpunkt X auch gewesen sein, als man den Aktiensparplan eröffnet hat, aber das muss jetzt nicht mehr der Fall sein. Stellt euch doch einfach mal vor, ihr hättet die Deutsche Telekom bespart und wärt bei 80 Euro oder so eingestiegen und die tümmeln jetzt schon seit Jahren in dem 10-15er Bereich rum. Ja, das ist so ein typischer Fall von Sunken Cost Fallacy. Da muss man wirklich mal überlegen und auch, und das sei hier auch gesagt, man wählt ja die Sparpläne oder ich nenne sie mal dieses Ratensparen, das wählt man ja, um das Market Timing auszuschalten, um zu sagen, ey, ich weiß jetzt nicht, ist es richtig oder falsch, dann average ich alles, ja, dann mache ich, sage ich mal, den Gewinner ein bisschen kleiner und aber auch den Verlust, ja, und ich gleiche das irgendwie aus. Das ist schön und gut, nur irgendwann verändert sich der Charakter. Das heißt, von diesen Besparten nimmt die Cost-Average-Methode immer mehr den Charakter der Einmalzahlung an, weil man jetzt mit so einem großen Batzen an Aktien jetzt ausgestattet ist und hofft, mit den zukünftigen Erwartungen die Verluste der vergangenen 5 Jahre auszugleichen. Ja, wir dürfen nicht vergessen, das ist natürlich schwer, weil der Vergleich eines Monats zu 60 bis dato Monaten ist natürlich sehr klein. Ja? Und darauf möchte ich hinweisen, dass Cost Average auch nicht immer nur positiv zu sehen ist. Aber wir gehen ja davon aus, von wegen, dass ihr es so gut gewählt habt, dass auch jetzt beispielsweise Daimler, BASF, BMW und Bayer sich auch wieder erholen werden. Aber was kann man da jetzt machen? Ihr wisst, ich bin Optionshändler und da würde ich sagen, von wegen, wir können das natürlich ein bisschen unterfüttern mit Prämie. Wie wäre es denn jetzt beispielsweise bei Daimler? Ich weiß nicht, ob Daimler jetzt steigt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich möchte auch nicht mehr so viel investieren. Ich bleibe bei dem Sparplan, aber ich möchte es mit einer Prämie versüßen. Und da wäre doch die Short-Put-Strategie gar nicht mal so verkehrt. Ach ja, übrigens, ihr könnt auch das Buch von mir downloaden, beziehungsweise nicht downloaden, euch zuschicken lassen. Meldet euch an, ich schicke es euch per E-Mail umgehend zu. Ja, und da zeige ich euch jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir einfach jetzt mal Daimler. Was kann man machen? Ja, indem man jetzt einfach sagt, heute eröffne ich einen Trade und ich schreibe, ich verkaufe einen Put und den wähle ich mit 70 Tagen und der Strike ist bei 50. Das heißt, wenn die Aktie bis zum Schluss oberhalb der 50 bleibt, also selbst von 30 auf 25,1 sinkt, bin ich nicht in der Pflicht und muss die Aktien annehmen. Wenn sie seitwärts läuft, sowieso nicht und wenn sie nach oben läuft, auch nicht. Und dafür, für diese 70 Tage, bekomme ich, und das Beispiel habe ich eben bei der Trader Workstation mir geholt, kriege ich ganze 100 Euro Prämie. Und das ist doch ein zusätzlicher Benefit. Und das kann man halt dann ständig machen, dass man seine Bestände vielleicht immer wieder mit weiteren Short Puts unterlegt. Und da ist es ja einfach so, man geht ja irgendwie davon aus, dass die Investition die richtige war. Man hat jetzt nicht dieses Sunken-Cost-Problem an der Backe, ja, dass man noch von den alten Tagen träumt und diese fortsetzen will. Nee, man ist immer noch der Meinung, dass die Aktien die richtige Wahl war. Aber nichtsdestotrotz noch ein Tipp von mir. Buy and hold ist ja wirklich schön, aber wie gesagt, macht euch trotzdem immer wieder schlau, wie es um die Unternehmen steht und ob die Unternehmen wirklich wieder in diese Bereiche kommen, dass man damit Geld verdient. Hier ist zurzeit der Aktienwert bei knapp 30 Euro bei Daimler und ihr bräuchtet jetzt in diesem Beispiel einen Preis von 50
um auf der Höhe eurer Einmalzahlungen zu sein, die ihr monatlich tätigt. Also immer bitte Obacht, nicht, dass ihr 30 Jahre in ein Fass ohne Boden spart und am Schluss so gut wie gar nichts habt. Aber ungeachtet dessen, ich empfehle euch, guckt euch den Optionshandel an, geht auf meine Seite optionsforwinners.de, meldet euch bei der Academy an, da biete ich regelmäßig kostenfreie Webinare. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich, kommentiert mich, würde mich alles freuen. Ich wünsche euch weiterhin einen schönen Tag. Happy Trades. Bye, bye.